Was schreibst du da über mich? Und über Richard, dem du nicht mal annähernd das Wasser reichen kannst. Und Klaus und Paula, dass ich ohne sie glücklicher wäre. Warum hast du das getan? Weil ich nicht dabei war, als du deine tote Katze abgeholt hast. Du hast meine Familie ruiniert. Übernimm endlich Verantwortung. Ich habe dir genau das gegeben, was du gebraucht hast. Und mich wärst du immer noch verstrickt in dieser sinnlosen Ehe. Was? Du kannst es momentan nicht abgeben. Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich. Du bringst mich ins Gefängnis. Ich krieg vielleicht 2 Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Liebesaffäre? Eine Beziehung? Hm? Was? Kleine, klebrige Goldstücke und meine Haare in deinem Tagebuch? Hm? Wo hast du die auf dir? Mit irgendeiner Scheißspinze hat mit Zeit aus dem Badezimmer gezogen oder was? Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Wir sind keine Kumpels. Das ist ein guter Tag, um Filmgeschichte zu schreiben.